Und ein. Hä? Wer ist denn das? Komm ich heute durch die Schildergasse. Noch ein bisschen Shopping gucken und so. Da kommt ein total besoffener Typ auf mich zu. Hat mir einen in die Fresse. Ich hab vielleicht Sterne gesehen, Mensch. Hab ich mir aber nicht gefallen lassen. Hallo, ich hab sofort die Bullen angerufen. Da kamen die mit zwei Einsatzwagen. 20 Polizisten. Die haben mich den zur Brust genommen. Ich kann dir sagen, der hat fein ausgesehen. Der brauchte nicht mehr nach Hause zu kommen. Und das ist ja alles wegen dem Winterschlussverkauf. Da sind die Leute ja wie ausgeflippt. Und wie ich da zu meinem Auto komme, da sind sie ja gerade dabei, das am Abschleppen und so. Das ist, weil die Stadt ein Defizit hat, da müssen die dann so die 2 Millionen reinholen mit den Knäueln und dergleichen mehr. Ne? Also ich weiß nicht, was ist mit der Regierung los? Wenn mein Sohn an der Regierung wäre, wird das alles gar nicht liebe vorkommen. Liebe Frau, aber ich weiß, alle ein Auto haben müssen, deshalb haben sie alle so einen fetten Arsch, deshalb müssen sie alle Entfettungsmittel fressen. Das ist dumme Gans hier. Ich will hier schreiben, ich will hier nichts zu essen. Ich will da kamen wir aus dem Keller, da muss man schon nachts um 3 Uhr im Luxuskeller. Auf! Wenn wir dann rauskamen, anstellen am Laden, damit wir überhaupt was zum Essen haben für den nächsten Tag, da gab es die Lebensmittelkarten. Was macht man denn da? Menschenskinder, da sitzen sie im Auto, da sitzen sie im Büro, da sitzen sie vorm Fernseher. Kein Wunder, wenn ich so überfressen bin. Das ist unser Wirtschaftswunder. Ist auch ganz furchtbar zum Quatschen. Sie. Wie die Kriege waren, hat er die alles ganz anders ausgesehen. Das ist ja alles so, ist ja katastrophal, ist das die heutigen Tage.